Es kommt vielleicht nicht allzu überraschend, aber mein epischster Spielmoment ist natürlich aus Dark Souls 1 der Moment, wenn man zum ersten Mal Anor Londo sieht. Das ist so ein geiler Moment, weil man sieht natürlich diese Stadtmauern die ganze Zeit im Spiel da oben und fragt sich, was ist da oben? Was hat es damit auf sich? Und irgendwann sieht man es, man wird hochgetragen auf diese Mauer und dann überblickt man Anor Londo und es ist einfach komplett episch und man checkt einfach nicht, dass es hier noch weitergeht in dieser Epicness. Bester Moment. Es gibt viele Momente, wo man gemerkt hat, da habe ich den Boss gelegt und habe mich total geil gefühlt. Ja, da war die Story auch richtig gut, hatte einen schönen Plot-Twist und war auch irgendwo episch. Für mich war aber einer der besten Momente bei Inscription, als sich das komplette Spiel so ein bisschen gewandelt hat und unvorhersehbare Dinge passieren, ohne dass ich jetzt erzählen möchte, was eigentlich wirklich passiert. Spielt es unbedingt, ich mag es total gerne. Episches Spiel, epischer Moment. Danke dafür. Ja, der epischste Videospielmoment ist bei mir bei Far Cry 3. Und das ist eine Szene, in der man einen Flammenwerfer hat und auf ein Feld geht, auf dem Marihuana wächst. Und auf einmal geht von Skrillex ein Song an, der heißt Vadubunden. Und dann, mit dem Drop zum Song, burnt man halt das Marihuana weg. Und ich weiß nicht, ich hab's nie vergessen. Also hier einmal kurz eine kleine Spoilerwarnung für Final Fantasy Shadowbringers und Endwalker. Ich habe nämlich zwei Momente. Und zwar einmal, als man herausgefunden hat, dass der Crystal X-Arc Grahatia ist. Und dann einmal bei Endwalker natürlich der Kampf gegen Xenos. Das war beides super episch. Der folgende Moment ist sehr, sehr episch. Ob es der epischste ist, das werden wir jetzt vielleicht klären. Und zwar God of War, haben bestimmt schon viele gesagt. Aber das 2018er God of War, weil es generell ein sehr episches Spiel ist. Der erste Moment, wenn der Fremde kommt, ich nenne keine Namen für Leute, die nicht gespoilert werden wollen, aber der Fremde klopft an und dann kloppen sich Kratos und der Fremde einfach so dermaßen geil mit Bäumen, mit Fäusten. Sie kloppen sich durch einen Berg durch, in die Luft, kloppen sich runter. Dieser Kampf ist einfach super krass und episch. Der epischste Videospielmoment, das klingt vielleicht nicht so episch, aber das war für mich in Dark Souls, als man da in der Burg am Anfang das erste Mal diese Leiter runterkickt und dann auf einmal wieder bei diesem Bonfire rauskommt vom Anfang und auf einmal sich diese ganze Welt zum ersten Mal so zusammensetzt und man merkt, oha, das Spiel ist nicht nur schwer, sondern das ist auch noch gut gemacht. Und auf einmal hat man das Gefühl, okay, das ist echt ein cooles Spiel. Hallo, mein Name ist Nils Brumhoff und das sind meine 30 Sekunden über den epischen Moment. Natürlich ist das Red Dead Redemption. Im gesamten Spiel gibt es keinen Soundtrack, keine Musik, nur die Prärie, das Pferd und mich. Und dann überquert man die Grenze nach Mexiko und auf einmal erklingt wie aus dem Nichts José González in seiner wunderbaren Westernstimme und besingt uns, während wir also diesen Rio Grande oder welchen Fluss auch immer es sich da handelt, überqueren wir nach Mexiko und das ist sehr, sehr episch. Mein Name ist Nils Brumhoff. Also mein epischster Videospielmoment war, als ich Mass Effect 3 gekauft habe. Dann habe ich es in die Konsole reingeschmissen. Und abgesehen von dem Ende, das ignorieren wir einfach, war dieses gesamte Spiel einer meiner epischsten Videospielmomente. Der war halt echt lang, aber whatever, keine Ahnung. Dieses Spiel war halt einfach richtig gut. Es hat alles perfekt zum Abschluss gebracht, bis auf das Ende des Teils. Aber mein Gott, also ist ein echt gutes Spiel. Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben und die lautet selbstverständlich der Anfang von God of War 3. Ich meine, was geht da ab? Da ist Kratos, der auf dem Rücken von einem Titan ist, ich glaube es ist Gaia, der den Olymp hochkraxelt, um Götter zu vermöbeln. Was geht ab? Und da nicht nur ein Gott, da oben ist Zeus, da oben ist Poseidon, da oben ist Hermes, noch ein paar andere. Die hauen sich dann so dermaßen auf die Fresse. Ich meine, okay, irgendwann fällt Kratos dann da runter, aber er klettert wieder hoch und vermöbelt sie. Also mein epischster Videospielmoment ist wirklich nur meiner wahrscheinlich, weil ich war da einfach noch sehr klein, aber ich kann mich da noch richtig gut dran erinnern, und zwar bei Ocarina of Time, wenn man Epona kriegt. Man macht halt dieses Rennen irgendwie auf der Farm und dann gewinnt man das Rennen und dann sagt der Farmbesitzer so, ja okay, du kannst Epona haben, aber du darfst dann nicht aus der Farm raus. Und man denkt so, nein, ich will doch Epona haben. Und dann rennt man die ganze Zeit rum und auf einmal rennt man auf so eine Wand zu und dann springt Epona da drüber und man denkt so, what the fuck, das geht? Alter! Also der epischste Videospielmoment für mich ist immer noch das Intro von God of War 3, wo Kratos auf dem Rücken von Gaia den Olymp emporklettert mit den anderen Titanen, mit Poseidon einen kurzen Prozess macht und dann am Ende von Zeus halt einfach eins aufs Maul kriegt und dann
wieder runterfällt und im Styx landet. Aber die Art, wie das inszeniert ist, und das ist einfach ein Paukenschlag. So müssen Videospiele anfangen. Ich hätte God of War 3 gesagt, der Kampf gegen Zeus, aber weil Kuro schon God of War 3 genommen hat, entscheide ich mich für einen ganz persönlichen, epischsten Moment. Lassen wir das drin, oder was? Ja, und zwar der Kampf gegen Genichiro in Sekiro Die Twice. Der ist inszenatorisch jetzt nicht der krasseste Kampf, aber weil ich den 15 Mal probiert habe und auch währenddessen erst die Spielmechanik so richtig verinnerlicht habe, habe ich mich danach gefühlt wie ein absoluter Super-Ninja-Shinobi-Supergott. Das war der epischste Endkampf aller Zeiten. Der epischste Videospielmoment ist für mich eigentlich ein ganzes Spiel. Ich habe mir Terranigma ausgesucht für den Super Nintendo, weil ich das total episch finde, dass man am Anfang diese Türme bereist und Seelen freisetzt und dann erschafft man die Kontinente. Danach bereist man sie und spricht mit den Tieren, hilft den Pflanzen. Also epischer geht's eigentlich gar nicht. Wie viel Zeit habe ich noch? Das ist jetzt doch 10 Sekunden. Oh. Der epischste Videospielmoment. Ich meine, als erstes fällt einem God of War ein, aber das haben jetzt schon so viele hier genannt, weil es einfach zu viele gute epische Momente gibt. Deswegen gehe ich auch zurück zu den Klassikern und sage, der Moment damals, als man das erste Mal das Master Schwert rausgezogen hat in Ocarina of Time. Das war nämlich ultra krass, weil man wusste ja auch nicht, was dann passiert und dass man dann plötzlich Jahre älter ist und die Welt ist zerstört und auf einmal gibt es noch wesentlich mehr Tempel, als man sich vorher hat erträumen lassen. Das war echt, echt episch. Spoiler-Alarm. Ist natürlich schwer, den allerepischsten Moment jemals zu wählen. Ja? Deshalb nehme ich einen aus der jüngeren Vergangenheit, den ich ganz doll in Erinnerung habe. Und zwar den Moment aus God of War 2018, als Kratos zurückkehrt, um die Chaos-Klingen rauszuholen, um seinen Sohn Atreus zu retten. Ich weiß, dass ich da echt jubelnd vorm Bildschirm saß und mir einfach nur dachte, Alter, wie geil. Dann auf dem Boot begegnet man nochmal Athena und dann gibt es dieses Gespräch. Dann kommt er zurück, hat diese Klingen in der Hand. Man weiß, okay, jetzt werden Ärsche getreten. Wie geil das war. Ich hab gleich zwei. Als erstes in God of War haben wir Kratos gegen. Er klopft an die Tür, Kratos kommt raus. Sofort einer der krassesten Kämpfe direkt am Anfang des Spiels. Absoluter Hammer. Dann haben wir noch Halo 2. Da packen die Aliens uns aufs Schiff so eine Riesenbombe. Muss eine Atombombe oder irgendwas sein. Und wir hauen einfach mit dem Ding durchs All auf das feindliche Alien-Raumschiff und bringen denen die fucking Riesenbombe zurück. Noch geilere Aktionen kann es eigentlich nicht geben als diese beiden epischen Momente. Deswegen habe ich diese 30 Sekunden gewonnen. Das waren unsere epischsten Momente der Videospielgeschichte. Ein sehr persönliches Thema, aber umso mehr sind wir gespannt, was ihr so sagt. Was sind eure epischsten Momente? Gibt viele. Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, uns ein Like dazulassen und zu abonnieren. Hier habt ihr auch noch ein Video, was ihr euch mal angucken solltet. Ich fast vergessen.